Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Medieval 2 Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Heiligen Römischen Reich und ich habe mal diese Truppen hier vor Bern ausgeschaltet, was tatsächlich gut geklappt hat und ich denke, das ist eine Taktik, die können wir vielleicht versuchen auch zu wiederholen. Ich habe den High Ground gesucht, ne? Also den Hügelvorteil, habe meine Armbrustschützen oben aufgestellt und vorne dran die Miliz und halt nach Möglichkeit so hingestellt, dass der Gegner nicht direkt an mich ranlaufen konnte. Das hat echt gut funktioniert, ja, und so haben wir auch eine überlegene Armee ausschalten können. Um das noch ein bisschen weiter zu forcieren, holen wir uns noch, ich würde sagen, auf jeden Fall noch eine Einheit Bauern, Armbrustschützen und vielleicht noch irgendwie eine Einheit gepanzerte Sergeants oder sowas in der Richtung. Also bin ich mir noch ein bisschen unsicher und dann können wir Bern auch langsam mal zu einer Stadt ausbauen, denn hier werden wir sicherlich keine weitere Festung mehr brauchen. Also da bin ich mir relativ sicher. Auf der anderen Seite hat es natürlich einen Vorteil, viel Speermilizen zu haben in dieser Truppe. Denn die Speermilizen können wir natürlich auch hier bei den ganzen anderen Städten immer wieder fortbilden. Also insofern wahrscheinlich hier sinnvoller, die Fernkämpfer als Bauernarmbrustschützen zu rekrutieren und dann die Infanterie durch Speermilizen aufzufüllen. Also ich glaube, das ist so der Vorgang der Wahl. Da wurde ich übrigens auch gefragt, wie man das mit Russland macht. Das haben schon einige im Stream auch gefragt. Das heute ist ja jetzt wieder ein Teil, der ohne Stream aufgenommen wurde, ne? Weil ich das jetzt hier nicht mehr im Stream so weiter fortführen will, weil die Turns einfach zu lange dauern und dann im Stream ein bisschen zu wenig passiert. Im Stream wird ja jetzt ein anderes Projekt gerade präsentiert. Aber hier geht es ja darum, dass wenn ihr die Russen spielt zum Beispiel, dass ihr viele berittene Fernkämpfer einsetzt, um diese ganzen Revolten platt zu machen. Da kann man tatsächlich auch sehr gut XP mitfarmen. Also das funktioniert auch recht gut. Wir können tatsächlich jetzt auch hier unsere Truppen fortbilden. Das müssen wir aber nicht machen und ich werde es auch, glaube ich, nicht tun, sondern ich beschränke mich darauf, hier eine Einheit Bauern reinzustellen. Und vielleicht nehmen wir tatsächlich noch diese Pavese Armbrustschützen mit, weil die einfach unfassbar gut sind aufgrund ihres Langstrecken-Fernkampfangriffes. Und die werden uns auch gegen die Polen sehr gute Dienste leisten. Deswegen rekrutieren wir hier auch noch ein paar. Aber den Großteil der Armee, der hier steht, den werde ich auf jeden Fall abziehen. Denn ich denke, Vilnius und Halych können wir durchaus noch belagern. Dann haben wir hier einen Festungsgürtel. Die Bevölkerung in Halych 4458 ist, meine ich, wenn wir uns mal ganz kurz nicht die Siedlung, sondern die Gebäudekartei angucken, stehen hier die Voraussetzungen drin, die man braucht. Da steht nur drin, wie viel Geld das kostet, ne? Ja, also die, ne, da geht es halt um diese Wachstumsstufen, ne? Steht das irgendwo hier ansonsten? Steht leider hier auch nicht drin, ne? Aber ich glaube, das ist bei 6.000, ne? Also wir sind hier bei 8.800 in Thorn. Das ist schon sehr üppig. Wir sollten jetzt einmal noch gucken, wie das bei Vilnius aussieht. In Vilnius sehe ich es aber nicht, meine ich, ne? Das ist halt so das Ding, ne? Also brauchen wir diese 6000er Stufe, müssen wir die erreichen als Schwelle, um sagen zu können, wir erobern das Ding. Ist nicht ganz, nicht unbedingt, also es ist nicht zwangsläufig so, dass wir das machen müssten. Wir können das auch noch ein bisschen ruhen lassen. Also auf der anderen Seite, die 6000er Grenze ist eine gute Orientierung, aber sie ist nicht allein wichtig. Wir könnten mit unserem Spion einmal versuchen, da reinzukrabbeln. Das war der Seitenanführer drin, deswegen ist das hier beliebig kompliziert. Also ich würde eher sagen, wir spionieren den ungarischen Kaufmann aus. Ja komm, erste Filmsequenz, die gucken wir uns heute an.
alle Geheimnisse für das Reich lüften. Gut, okay. Warum kommt das jetzt nochmal? Dann lauf hier hoch. Wie ein Schatten. Für heute gehe ich nicht mehr weiter, mein Kaiser. Also hier wissen wir, es sind 4000 irgendwas. Lassen wir hier eine Kavallerie. Ich würde sagen, wir lassen mal die leichte Kavallerie noch hier zurück. Und das ist so der Weg, in den wir wählen werden, um Ja, marschiert! Nach Vilnius zu kommen. Zusammen, Kaiser. Das ist soweit in Ordnung, glaube ich. Brauchen wir den Katapultmacher? Ja, die Kapelle, ne? Mit den entsprechenden Einheiten, die wir hier rekrutieren, sollte das mit der öffentlichen Ordnung auch klappen. Brauche ich eine Kogge? Befehle, Kaiser! Unwahrscheinlich. Die eine Tier löse ich übrigens mal auf. Drei unterhaltsfreie Einheiten. Ist ja eigentlich auch gut, ne? Dann nehmen wir noch eine unterhaltsfreie Einheit mit, würde ich sagen, ne? Hier ist noch ein Priester drin, hier sind ganz viele Priester drin. Seid gegrüßt, Kaiser. Die können auch alle erstmal drin bleiben. Ihr wünscht. Und die warten noch drauf, abgeholt zu werden, ne? Muss Magdeburg eine Festung bleiben? Eigentlich auch nicht unbedingt. Also insofern brauchen wir, also wir können Magdeburg auch ohne Probleme umbauen. Vielleicht sollten wir das auch tatsächlich jetzt machen, wo die Gelegenheit günstig ist. Mein Kaiser. Du bist ein Spion. Na, okay, dann pass auf, spiel mir den aus. Ich verschaffe mir einen besseren Überblick, Kaiser. Denn wenn das klappt, dann kriegt er ein weiteres Merkmal. Das ist auf jeden Fall brauchbar. Verratet mir den Namen des Ziels. Versuch den mal platt zu machen. Das mit der Schlange ist einfach so gut, wenn der von der Schlange selbst gebissen wird, ne? Ne? Attentäter zur Stelle, Kaiser. Der ist ganz gut, ne? Schnell und leise. So. Ich raste hier für die Nacht. Warte mal, das ist in Aarhus ist meine Attentätergilde, ne? Ja, gut, da müssen wir auch auf jeden Fall noch entsprechend weiter ausbauen, ne? Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, wie viele Flotten Polen oder Schottland hier drüben hat. Tatsächlich ist hier noch ein französischer Flottenverband. Ja, weil ich halt nämlich denke, ne, die Jungs hier, bis ich die abholen kann in Stettin, das wird ja ewig dauern, ne? Befehle, Kaiser! Und es gibt einfach immer dieses Risiko, dass die Einheiten zum Feind überlaufen, ne? Das ist halt so. Ihr wünscht. Das ist tatsächlich halt ein reales Risiko. Okay. Ihr wünscht. Ja, hier rekrutieren wir die zusätzlichen Einheiten, um mit den Polen hier abrechnen zu können. Er wird morgen. Ich gehe davon aus, dass die Ungarn hier noch eine Armee haben. Kaiser, wie ein Schatten. Zumindest meine ich ja vorhin auch mal eine hier noch gesehen zu haben. Ich bin unterwegs. Ich lauf mal gerade. So, stopp. Jetzt kann ich nämlich Brun sehen, ne? Okay. Wie ein Schatten. Für heute geht es. Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt er einfach her. Ja? Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Ja, biestig, ne? Also ich wollte die Armee eigentlich gerne haben, um Zagreb schützen zu können. Die Wen ist soll ich zerschmettern, strategisch Kaiser? Einfach richtig gut positioniert. Kaiser? Die Frage ist,
was wir davon dauerhaft haben werden. Du bist ein schlechter Spion. Ich bin unterwegs. Aber ein schlechter Spion kann mir immerhin hier auch alles aufdecken, ne? Jawohl, Kaiser. Was sich hier so im Hinterland tut. Wie ein Schatten. Ich muss mich hier ausruhen. Ja, okay. Mein Kaiser. Du bist unfassbar schlecht. Habt ihr eine Aufgabe für mich? Ja, dann lauf Kaiser. Mal darüber. Hier raste ich. Ja, Kaiser. Seid still, ich nähere mich an. Gut, okay, das hat wahrscheinlich, genau, das hat auch nochmal ein Merkmal gegeben. Reden okay, ist also womit kommt er hier an? Das sind alles Miliztruppen, ne? Byzantinische Unterwäscheträger. Da ich die selber mal gespielt habe, weiß ich noch, wie schlecht die sind. Okay. Jawohl, Kaiser. Wie ein Schatten. Ja, komm zurück. Für heute gehe ich nicht mehr weiter. Ich bin keine Bedrohung für euch, Herr. Das ist der Sizilianer, ne? Okay. Ausbilden hieße ja hier überwiegend erstmal wahrscheinlich Einheiten verbessern, ne? Ich suche den ehrlichen Kampf, mein Feind. Für das Reich! Das ist eine doofe Situation hier tatsächlich. Es ist mir eine Ehre, Kaiser! Denn... Also was lassen wir jetzt hier drin zurück? Okay, pass auf. Seid gegrüßt, mein Kaiser. Für das Reich. Ja. Also ich würde sagen, wir lassen den Fredericus von Mähren auf jeden Fall als Statthalter hier zurück, ne? So, du läufst jetzt erstmal hier raus und jetzt geben wir dir noch ein paar Truppen mit. Es ist mir mit. Eine Ehre, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Und zwar erstmal Befehle, Kaiser. Vorwärts. Die beste Verbinden Impf, die wir die hier Truppen. Drin haben. Seid gegrüßt, mein Kaiser. Es ist mir eine Ehre, Kaiser. Ich muss den nicht angreifen, aber es reicht, wenn ich mir hier so eine kleine Festung hinbaue und einfach ihn verfolge. Also dafür sorge, dass er nicht weiterkommt, ne? Ja, mein Kaiser! Das sind Bauern-Armbrustschützen und das ist Armbrustschützen. Befehle, Kaiser! Ihr wünscht? Dann nimmst du bitte die fünf Einheiten von der Armbrustschützenmiliz noch mit. Ja, Kaiser! Seid gegrüßt! Und jetzt kannst du ja schon mal in die Stadt reinschlappen, ne? Du bist. Der Kurt ist auch. Der Kutti ist ein super Statthalter auch. Okay, Kuddy. Ihr wünscht? Befehle, Kaiser. Du nimmst bitte. Ihr wünscht? Ja, mein Kaiser. Ihr wünscht? Kaiser, marschiert! Noch ja. Die Einheit. Vereinen mit. Die Armeen, Kaiser. Ihr wünscht? Kaiser? Ihr wünscht? Kaiser? Ja, mein ja, Kaiser. Noch die Armbrustschützen ja, mit. Kaiser. Das wird die Byzantiner vereinen vor Probleme stellen. Kaiser. Und Befehle, Kaiser. Ja, verbinden die Truppen. So, wir laufen jetzt mal hier hin. Ja, edler Kaiser. Für das Reich. Und dann brauche ich überhaupt keinen Fort zu errichten. Es ist mir so, eine ich kann Ehre, ja, Kaiser. Ich kann ja so tun, ja. Als würde ich da wieder reinlaufen. Ich ne? Werde euch ehrenhaft. Heiliger Kaiser. Ja, Kaiser. Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Wenn ich mich nämlich jetzt zum Beispiel hier hinstelle, die Schlacht wird unsere dann kann er mit der Armee nicht einfach Budapest frei kloppen. Ja. So rein strategisch betrachtet. Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt da rein. Verratet mir den Namen des Ziels.
Also jetzt keine Prominenten, die ich irgendwie abmessern könnte, ne? Was ist das Ziel des Reiches? Den erreiche ich aber nicht mehr. Benennt das Ziel? Mach den Hauptmann mal platt. Attentäter zur Stelle, Kaiser. Und dann ja, komm hier rüber, da kannst du auf jeden Fall noch mehr messern. Ne? Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach näher. Ja, stell dich hier hin. Also dann, ja, oh, man kann das vielleicht doch einsetzen. Ja, gut. Aber dafür sind wir dann mit einer starken Truppe da in der Nähe. Und hier unten können wir gut verteidigen. Und wir holen uns in Ragusa. Ich weiß nicht, die würde ich jetzt erstmal gar nicht fortbilden. Sondern ich würde einfach nochmal knallhart hingehen und Einheiten rekrutieren. Ne? Und hier auf jeden Fall nochmal sagen, noch mehr Fernkämpfer, ne? Ja, weil wir haben drei starke Kavallerieeinheiten hier drin. Die Augen des Reichs. Das reicht auf jeden Fall. Ja, Kaiser. So. Ja, Kaiser. Du läufst nach Toulouse. Ja, zumindest hatte ich es vor, ne? Ihr wünscht. So, dann werden die einmal fortgebildet. Befehle, Kaiser. Dann werden die einmal fortgebildet. Und dann werden die einmal fortgebildet. Und dann haben wir hier auch wen soll ich zerschmettern, einen Kaiser? Ganz brauchbaren General stehen. Morgen geht es weiter, Kaiser. Dem ich immer gerade einen Wachturm ja, hin errichte einen Wachturm, um den Feind aufzuspüren. Naja, du kannst ja nachher wieder zurück. Ja, loyal genug ist er ja, ne? Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Tu so, als würdest du zurücklaufen. Ich stelle ihn nachher aber dahin. Wir halten hier an. So, das ist eine super Garnison. Will ich das noch auf eine Festungsstufe 3 ausbauen? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Gibt halt nochmal mehr Einheiten, die wir hier rekrutieren können, einen besseren Hafen und so weiter. Aber das würde ich erstmal woanders gucken wollen. Ja? Wohin laufe ich mit dir? Ich glaube also wirklich, dass der mir ganz gut helfen könnte hier oben gegen die Engländer und die Schotten. Bewegung! Schlage das Lager auf! Ja, Kaiser? Pack mir mal den Agenten für das Reich. Kaiser! Ja, Kaiser! Ja! Vereinen die Armeen, den Kaiser. Schickst du mir mal nach Caen ja. Und in Caen baust du mir oder bildest du mir den direkt auch wieder fort, ne? Ihr wünscht? Vorwärts! Nimm den auch noch mit. Ja, Kaiser. Verratet mir den Namen des Ziels. Tod? Den Blanchet de Chaban. Gut. Attentäter zur Stelle, Kaiser. So, dann hat er gerade sein letztes Glas Blanchet getrunken. Benennt das Ziel? Frikadelle Lachsforelle. Ja? Attentäter zur Stelle. Oder irgendwie so ging das doch, ne? Und dazu. Ich mache ja keine Werbung hier, ne? Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Lass ihn da ruhig drin stehen. Ja, wollen wir Angers umbauen jetzt? Wollen wir die Gelegenheit beim Schopf ergreifen? Ich sage ja. Also in zwei Runden ist das Ding hier umgebaut. Du musst mir aber vorher auf jeden Fall noch irgendwie zwei Bauern oder sowas da reinsetzen. Denn sonst revoltieren die halt sofort, ne? Und tatsächlich auch hier gilt wie bei Rome, die Qualität der Einheiten ist nicht entscheidend, sondern lediglich die Anzahl, ne?
Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach näher. Das werde ich sehr gerne tun. Vielen Dank für die Einladung schon mal. Ihr wünscht, Kaiser? Ja, gut, die Fernkämpfer nehmen wir mit. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Und die Ritter ja, und die Söldner, ne? Befehle, Kaiser. Kaiser? Ja, greife die Feinde des Reiches an. Kaiser! Die Schlacht also, was hat wird er? Unsere Differenzen klären. Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Greifen wir den mal an. Ich brauche da unbedingt noch bessere Straßen und eine bessere Infrastruktur und ein paar Schiffe. Ich brauche da von allem alles. Treffen halt nichts, aber hier geht es um den Moraleffekt. Weil, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, dann haben wir da sehr wohl was getroffen. Klassisches Manöver hier. Dem kommen wir zuvor. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Ein feindlicher General wurde von den Truppen unseres Reiches gefangen. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Seht, wie unser feiger Feind rennt. Zeit, den Angriff voranzutreiben. Nom, 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 nom. Und stopp. Das Reich hat seine Überlegenheit bewiesen. Jo. Ah! Und weg ist er. Endlich! Sieg! Kaiser! Ja! Genug marschiert für heute. Genau. Befehle, dann Kaiser. Mal dahin. Ihr wünscht? Befehle, Kaiser. Alter Schlabbeflieger. Okay. Ihr müsst mit uns um diese Wasser kämpfen. Sehr gerne. Wobei ihr wahrscheinlich viele Leben schonen würdet, wenn ihr sie mir einfach schenkt. Aber. Gut. Lasst uns zuschlagen, Kaiser. Ja, wir bleiben auf jeden Fall hier auch noch mit den Einheiten stehen. Warte mal, kannst du die nicht irgendwie mergen? Ja, mein Kaiser. Ja, Kaiser. Schick mir die Einheit nach Antwerpen, dann kann ich den da nämlich fortbilden. Okay, und die Einheit hier lösen wir auf. Die Miliz hier, die braucht keiner mehr. Brauchen wir einen Ballistenmacher? Also es wäre ja irgendwie jetzt ganz witzig, noch hier mit Arti anzukommen, ne? Auf der anderen Seite haben wir hier auch bald eine Wachstumsstufe erreicht. Und irgendwann müssen wir über den Kanal rüber, weil, also, wir können den Engländern nicht dauerhaft London lassen. Ne? Ihr seht ja, die machen ja nur Mist. Also, greifen uns ja dann ständig irgendwie an. Das wollen wir ja nicht, ne? Im Endeffekt reicht uns da ja eine Kogge, ne? Wir müssen nur eine Armee darüber platzieren und dann. Und dann war's das, ne? Ja. Bin ich soweit erstmal mit einverstanden, ne? Den habe ich schon ja, bewegt Kaiser. Bereits. Ja, wäre jetzt noch zu gucken in raus. Ja, mein Kaiser. Die Truppen Befehle, lösen wir Kaiser. Auf. Brauchen wir hier auch nicht mehr. Mein Kaiser. Lasst uns zuschlagen, Kaiser. Eure Befehle. Ja, geh mal mit in die Armee hier rein. Ach, guck mal zusammen. Da. Wen soll ich zerschmettern? Von euren Rittern kann es niemand mit mir aufnehmen. Im Walde von Toulouse, ne?
Ja? Tja, so viele Truppen, mit denen wir uns hier rumärgern dürfen. Ne? Okay, pass auf, lauf du nach Magdeburg. Hier, es ist mir eine Ehre, Kaiser. Der Eusebius echt ist echt gut. Wie alt bist du denn? 47? Der Eusebius, der ist relativ Heiliger jung mit Kaiser? 16, ne? Den könnten wir also auch schon mal hier so Richtung Bern rüber schicken. Ist die Frage, ob wir mit Eusebius vielleicht nicht auch hier rüber wollen, um hier drüben noch ein bisschen Druck zu machen, falls uns da mal auch ein General ausfällt. Also ich würde sagen, Eusebius, lauf mal in die Richtung. Das ist, glaube ich, ganz okay. Hier drüben haben wir genügend Generäle, die sich um die ganze Situation hier kümmern können. Ne? Das ist nicht so zwingend notwendig, dass wir da aktiv werden. Gibt es hier was Brauchbares zu rekrutieren? Vielleicht eine Ballista und eine Speermiliz auf jeden Fall. Ein Attentäter wäre auch gut. Einen Spion können wir auch gebrauchen. Ist alles ganz sinnvoll. Ja, ich würde aber eher sagen, rekrutiere noch einen Spion. Mein Kaiser. Schick den mal raus, er darf mal hier diesen ungarischen Diplomaten beobachten. Und damit wir volle Aufklärung Jawohl, haben, Kaiser. Gehen wir hier rüber. Dann ich sehen wir nämlich, ob hier noch was ist. Aber hier kommt auch keiner. Okay. Gut. Ja, das ist alles jetzt hier erstmal sehr vorsichtiges Auskundschaften der gesamten Situation. Ne? Aber das ist tatsächlich auch so mit der Part am Spiel, der mir am meisten Spaß macht. Also so vorsichtig gucken. Gut, halt diese Kämpfe gegen Rebellen und sowas, die fuchsen mich jetzt nicht so unbedingt, ne? Aber ja. Wenn wir mit. Wir laufen ja mit ihm hier lang. Wir können also noch Truppen aus Innsbruck mitnehmen. Warum nicht nochmal 3 Einheiten Bauernarmbrust schützen, oder? Vielleicht auch noch so eine Infanterieeinheit noch mit dazu, ne? Ja, das ist auch ganz okay. Oslo? Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Ja, Oslo bräuchte vor allen Dingen mehr Bevölkerungswachstum. Wir bauen mal hier die... Wir sind auch hier extra auf dem niedrigen Steuersatz, wie ihr wahrscheinlich festgestellt habt, ne? Aber das dauert immer noch lange, ne? Den hohen Steuersatz machen wir überall da, wo wir auch relativ wenig Bedenken haben, dass diese Städte verteidigt werden können. Ne? Wir können natürlich, wenn die Russen irgendwann mal da oben landen, auch wenn das jetzt nicht die beste Armee ist, werden wir trotzdem Schwierigkeiten haben, uns dort zu erwehren. Ne? Machen wir mal zuerst das... Doch, machen wir ruhig das Rathaus zuerst. Ja, bin ich soweit erstmal mit d'accord. Da will ich auch gar nicht mehr Truppen rekrutieren, weil wir kriegen Truppen nach und wir werden da mit hochwertigen Truppen eingreifen. Und das für mich in Toulouse ist alles in Ordnung. Ein Teil der Truppen werden wir abziehen. Wir werden die nicht komplett da behalten müssen, aber wir haben eine gute Ausgangssituation, um von hier aus weiter gegen Portugal kämpfen zu können. Ne? Auch das sicherlich hier eine Stärke dieser strategischen Position da drüben. Farmgemeinschaft in Bordeaux, warum nicht? In Rennes auf jeden Fall erstmal die Straßen ausbauen. Und ihr hört vielleicht schon im Hintergrund, dass mein Sohnemann mich ruft. Ja, müssen wir mal gleich gucken. Moment mal bitte. Ja, so, dann. Die Augen des Reichs, mein Kaiser. Der steht hier gut, ne? Also ich will den auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht riskieren hier, weil bei 75% kann das durchaus mal sein, dass der abnippelt. Des Reichs. Ja, der kann hier einfach stehen bleiben. Der deckt mir hier viele, viele mögliche strategische Schwierigkeiten von Byzanz oder beziehungsweise im Umgang mit Byzanz auf. Lasst uns zuschlagen, Kaiser. Wir könnten noch, um es ganz sicher zu machen, hier eine Kavallerieeinheit hinstellen.
Wenn die revoltieren würde, wäre es nicht schlimm. Wenn er sie angreifen würde, wäre es auch nicht schlimm. Und wir würden verhindern, dass er hier hingeht. Ja, wäre das ein Exploit? Ich glaube nicht, aber ja, ich denke, es wird interessanter, wenn wir es so versuchen. Ihr werdet in einem ehrenhaften Kampf zur Rechenschaft gezogen. Das wäre schön, hier einen Attentäter zu haben. Aber ich habe leider keinen hier. Okay, dann schicke ich mir noch einen Spion hier runter und den anderen stellst du mir hier rüber. Jawohl, Kaiser. Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Ich werde alle Geheimnisse für das Reich lüften. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Mein Kaiser, ich bin unterwegs. Ja, bleib da stehen, sodass wir Sicht auf Hallig haben. Wie gesagt, Festungsstufe 3 ist es. Habe ich gerade eben nochmal auch hier im Vorbeigucken, glaube ich, bei Angers oder Bordeaux oder wo gesehen. Oder war es hier drüben bei Thorn? Also irgendwo habe ich das eben nochmal gesehen. Das reicht auf jeden Fall von der Bevölkerungszahl her. Okay. Tja. Dann. Er wird morgen komm du mal noch ein bisschen näher ran. Sein. Schnell und je nachdem, was der neu gewählte Papst so sich für Schwachsinnigkeiten einfallen lässt. Und dann hoffe ich, dann haben wir alles. Oh, guck mal da, ein Ketzer. Ich finde das immer noch so lustig, dass die Attentäter wesentlich besser darin sind, die Ketzer zu beseitigen als die Geistlichen, ne? Oh. Aber das gehört vielleicht auch irgendwie zum Programm dazu oder so. Schau dir das mal an. Der hat echt was vor. Und? Komm, Nippel ab. Und? Ne, schade, er hat's geschafft. Aha. Schottland? Frieden? Ne. Okay. Warum habe ich auch noch diesen... warum trage ich auch noch dieses Hirngespinst in meinem Schädel mit mir rum, dass irgendeine KI-Fraktion Frieden mit mir macht? Ich fahre morgen fort, ja? Er greift an, krass. Das ist gut. Ja, das müssen wir dann aber im nächsten Part machen. Also der hat eine gute Armee. Wir haben aber eine gute Verteidigungsposition, weil er keine Fernkämpfe hat. Oh, Alter. Abgesessene hochmittelalterliche Ritter. Hochmittelalterliche Ritter. Und abgesessene Feudalritter. 1421, 1416, 1419. Gegen dieses Gesindel, was wir hier ins Feld schicken. Okay. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin sage ich, macht's gut und in diesem Sinne Pax vobiscum, Valete.